Sie wissen, ich stehe dafür, dass in diesem Land, in unserem schönen Nordrhein-Westfalen, wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit nicht Gegensätze sind, sondern zwei Seiten einer Medaille. Dies haben wir in den vergangenen 5 Jahren nicht nur gelebt, nicht nur durchgesetzt, sondern auch, wir haben dafür geworben in ganz Deutschland, dass jeder versteht, dass dieser Casino-Kapitalismus der Untergang der sozialen Marktwirtschaft ist und damit ins Elend führt. Wir haben uns eingesetzt für soziale Partnerschaft, wir haben uns eingesetzt für die soziale Marktwirtschaft. Und meine Damen und Herren, überlegen Sie sich nur mal, wir wären, und das waren wir hier in Nordrhein-Westfalen bei der CDU, die da dafür gesorgt haben, dass dieser Gedanke nicht unterging. Wir wären diesen Leuten gefolgt, die uns über Jahre eingeredet haben, soziale Marktwirtschaft ist überholt im Zeitalter der Globalisierung, soziale Partnerschaft kann man nicht mehr bezahlen, das solidarische Rentensystem ist auch überholt, das muss umgestellt werden auf eine Kapitaldeckung, auf Aktienmärkte, da ist die Zukunft unserer sozialen Sicherheit. Stellen Sie sich vor, wir hätten den Olaf Henkels dieser Welt, wir wären denen gefolgt. Wo wären wir heute gelandet? Nach den Erfahrungen dieser Wirtschaftskrise. Wir hätten Zustände wie in Teilen von Amerika, wo 70, 75, 80-Jährige durch diese Wirtschaftskrise fast alles verloren haben, was sie im Leben erarbeitet haben, auf den Aktienmärkten angelegt haben und heute in Supermärkten an der Kasse stehen und da die Tüten voll machen, bloß damit sie überleben können. Gott sei Dank haben wir widerstanden. Und ich sage das deshalb, weil ich ein Stück stolz darauf bin und sage, auch jetzt ist es nicht die Zeit, dass man irgendwelchen Leuten hinterherläuft, die was erzählen. Es ist nicht die Zeit für Experimente, sondern es ist Zeit für Sicherheit und Stabilität. Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, trotz der Wirtschaftskrise. Die Zahlen sind ja wenige Tage alt. Die Arbeitslosigkeit zu senken und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Heute haben wir noch 250.000 Arbeitslose weniger als vor 5 Jahren, als wir die Regierung übernommen haben. Heute, wirklich heute, haben wir noch rund 200.000 gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mehr als vor 5 Jahren, als wir angefangen haben. Und heute kämpfen wir immer noch dafür, dass in den grundlegenden Sozialgesetzen unseres Landes es auch gerecht zugeht. Sie können sich ja erinnern, was war das für ein Kampf über fast 4 Jahre um die Veränderung beim Arbeitslosengeld 1. Man darf sich ja fast nicht mehr, man packt sich immer noch an den Kopf, wie eine Regierung, wie die Regierung von Schröder, Rot-Grün, damals bei der Arbeitslosenversicherung 1 eine Regelung geschaffen hat, wo diejenigen, die ihr Leben lang eingezahlt haben in die Arbeitslosenversicherung, genauso viel, wenn sie arbeitslos werden, bekommen sollten, wie diejenigen, die kaum eingezahlt haben. Zutiefst ungerecht. Wer sein Leben lang einzahlt, muss auch mehr bekommen als derjenige, der nur Gott eingezahlt hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der damalige SPD-Vorsitzende Müntefering Angela Merkel aufgefordert hat, sie möge doch bitte mal den Rhythmus zur Raison bringen mit seiner Forderung, das müsse geändert werden. Angela Merkel hat das nicht getan, hat doch nichts genützt, aber ist egal, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass man solche Gesetze nicht machen darf. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt gerade im Moment in Berlin, und der Bundestag hat geordnet, man ist ja da, eine Änderung in den Gesetzen vornehmen, die sich mit dem Arbeitslosengeld 2 beschäftigen. Da ist doch wahrhaftig geregelt, dass diejenigen, die fürs Alter vorsorgen, die was zurückgelegt haben, wenn sie bei ALG 2 sind, zuerst einmal das meiste aufbrauchen müssen, bevor sie überhaupt Hilfe bekommen. Und auch das ist zutiefst ungerecht. Derjenige, der was zurücklegt fürs Alter, kann
doch nicht dafür bestraft werden, dass er für sich selber sorgt, während andere, die direkt sagen, dass die Allgemeinheit bezahlen, dann genauso behandelt werden. Auch das ist ungerecht. Und es gibt noch zwei weitere Punkte in dem Zusammenhang, die wir ändern wollen. Wenn Menschen arbeitslos sind, und ich sage das ausdrücklich, weil auch schon vor einigen Wochen anderes fälschlicherweise behauptet wird, dann sind die meisten Menschen von so schnell wie möglich wieder einen Arbeitsplatz haben. Da darf man sie nicht beschimpfen, sondern man muss ihnen helfen. Und dann gibt es einen Weg, dass man, wenn man dann noch zum Beispiel Hartz IV bekommt, anfängt wieder was dazu zu verdienen. Und das ist doch auch gut, das ist doch besser, als wenn jemand arbeitet und ein Stück Hilfe bekommt, als wenn er zu 100% Hilfe kriegen muss. Aber dann kann es doch nicht richtig sein, dass diejenigen, die anfangen zu arbeiten, zuerst einmal nur 20% von ihrem Lohn behalten dürfen und nachher 10% behalten dürfen und dann sagt man so, jetzt arbeite ich da raus. Das muss geändert werden. Derjenige, der was leistet, der muss auch was davon haben. Und derjenige, der arbeitet, muss mehr davon haben, als derjenige, der nicht arbeitet. Und deshalb müssen diese Hinzuverdienstregelungen geändert werden. Und ich bin froh, dass wir das inzwischen in Berlin politisch durchgezogen haben. Die müssen auch die Hilfe bekommen, die ihnen versprochen worden ist. Fordern und fördern, Sie erinnern sich. Die Forderungsregelungen sind da. Aber die Förderung, dass jemand wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt kommt, die ist noch nicht so gut, wie sie sein muss. Bei 250 oder 150 Fällen, die da bearbeitet werden müssen im Jobcenter, kann das auch nicht sein. Und deshalb muss an der Stelle auch noch mal nachgebessert werden, damit diejenigen, die wirklich Arbeit suchen, auch Arbeit bekommen und die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ich finde, auch das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass wir da helfen und nicht problematisieren. In diesem Wahlkampf gibt es ein zweites großes Thema, ein Thema, das gerade durch die beiden Fernsehsendungen, die beiden Fernsehdiskussionen sehr deutlich geworden ist. Sie wissen, Armin Laschet hat das eben gesagt, wir haben in den vergangenen 5 Jahren sehr viel für unsere Kinder, für unsere Familien getan. Wir haben massiv investiert, sparen für Kinder Geld in die Hand. Wir haben mehr als 8000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Übrigens, wenn Sie Vergleiche wollen jetzt in diesem Wahlgang, die Kandidatin, die hat, als sie noch Ministerin war, vor 5 Jahren ein Konzept zugestimmt, 16.000 Lehrerstellen abzubauen. Wir haben 8.000 Lehrerstellen zusätzlich geschaffen.